herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem Druidendeck. So, jetzt hat der Klick geklappt. Wir machen heute eine neue Runde mit unserem Druidendeck. Ihr seht, wir haben eigentlich nicht großartig dran was verändert, weil es eigentlich ja schon recht gut performt hat. Wir haben drei seltene Karten drin. Also, ja, legendär. Episch. Und das sollte eigentlich ausreichen. Okay, eine Schurkin. Seid auf der Hut. Das heißt, wir müssen uns gegen Kombis ein bisschen schützen. Allerdings ist unsere Starthand jetzt recht blöd. Pranken lassen wir mal drin. Den kann man manchmal brauchen. Ich hätte gern irgendeine kleine. Okay. Naja, die Einzelkarte kann man zumindest mal lassen. Die ist nicht schlecht. Sie hat keine Lust, was zu machen. Und wir machen das eigentlich auch nicht. So, sie macht ihre Dolchfähigkeit. Das ist schön. Was gegen Druiden natürlich ohne entsprechendes Gift natürlich absolute Verschwendung ist. Weil ich heile mich hier wieder hoch um eins. Und mache ihr auch nochmal einen Eimer Schaden drauf. Und damit steht es 29 zu 30. Also, ja. Ich bräuchte allerdings irgendwie... Blut und Beute! Das ist schön, kriegt man auch so weg. Oder nehmen wir gleich einen Fünfer rein? Ne, wir nehmen den hier erstmal weg. Heldenfähigkeit. Blaue. Für die Wildnis. So, und es steht immer noch 30 zu 29. So. Runde 4. Ich könnte gleich Bane spielen, je nachdem, was sie jetzt macht. Und so wie es aussieht, spielt sie nur die Heldenfähigkeit. Tatsache. Na, dann fangen wir mal an hier langsam. Wir spielen einmal den hier und spielen unseren guten Kane. Die Erdenmutter ist nah. Und können ihn eventuell sogar in der nächsten Runde kopieren. Je nachdem, wie sie jetzt drauf reagiert. Was macht sie? Er vernichten bringt nicht ganz was, weil er bleibt ja noch da. Geht ein Schaden auf uns drauf. Okay. Damit können wir arbeiten. Oh ja, Baumi oder Borki wird es natürlich lieber. So, einmal. Und jetzt tut's weh. So, nächste Runde. Wie reagiert sie jetzt drauf? Sie muss natürlich den Tank irgendwie wegbekommen, damit sie weiter an uns rankommt. Aber liegt auch schon zurück. Oder er liegt schon zurück. Da kommt das zweite Attentat. Auch schön, damit sind wir jetzt nachher gegen die Großen halt eben gerüstet. Und sie geht weiter nur mit einem einzigen Schaden auf uns drauf. Das ist schön. Der hier gefällt mir jetzt auch sehr, sehr gut. Das soll eine Waffe sein! Ich will alles! Einmal hier. Und einmal hier. Zack. So, wenn jetzt nichts kommt, können wir in der nächsten Runde Borki spielen. Ihre Attentate hat sie ja schon hinter sich. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Okay, der ist Fischbutter. Sie scheint allerdings, oder er scheint nicht so die Karten zu bekommen, die er möchte. Wir zählen aber mal durch. Es, nee, langt sicherlich noch nicht. So viele Möglichkeiten. Und was spielt sie noch? So, Licht aus, Tür zu. Okay, sie nimmt einen. Damit kann ich absolut leben.
Der kann eh nichts machen. Ist schon in der nächsten Runde. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung endlich bald entscheiden. Nochmal Karten ziehen. Okay, jetzt kommen die ganzen Preparation. So, schön gespielt von ihr, kann man nicht anders sagen. So. Einmal. Dann machen wir hier den drauf. Und 4 ins Gesicht. So, jetzt wird's ein bisschen eklig. Okay, klar, er musste weg. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Da hätte ich. Ja, Messerjongleur. Meine Augen sind offen. Spielt auf 13 hoch. Wir haben hier 13 Schaden liegen. Kommt noch was? Dann aber gar nichts. Ah ja, so bin ich natürlich. Ah doch, reicht immer noch. Reicht immer noch. Einmal hier. Für die Wildnis. So. Und einmal hier. So, Runde beendet. Tada. Gut, das war die Runde Druide gegen Schurke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like. Ansonsten dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch an der Spielweise verbessern würdet. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann!